wunderschönen guten Morgen an diesem denkwürdigen Samstag. Heute war Krönung in London, gestern war Krönung in Mainz. Schalke hat 3-2 gewonnen nach einem unfassbar dramatischen Spiel. Wir haben eine Menge zu bereden über das Spiel selbst, über Elfmeterdiskussionen, über einzelne Spieler, darüber, dass sich die Bayern wahrscheinlich jetzt in die Hosen machen vor Angst. Wir, das sind dann dem Morgen Schalke-Reporter Robin Haag. Glück auf. Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Mein Name ist Matthias Bülter-Heselmann und 19.04 Minuten, die starten jetzt. Ja, Andi, ohne Drama geht bei Schalke im Moment nicht, ne? Nee, aber was für ein Abend, oder? Was für ein Abend? Also, ich habe schon überlegt, bevor wir die Aufzeichnung machen, wie emotional man dieses Ereignis von gestern schildern kann. Also das war Sandhausen aus der Zweitligasaison, mal Bremen und das ist, man muss ja eine Serie schreiben, wenn Schalke den Klassenerhalt schafft. Wahrscheinlich sogar, wenn Schalke nicht den Klassenerhalt schafft. Was für Emotionen dieser Verein freisetzen kann, wie sehr dieser Verein beweist, dass er in die Bundesliga gehört, mit dieser Unterstützung, mit dieser Dramatik. Und ich glaube, das wissen auch mittlerweile alle, dass Schalke 04 einfach in die erste Liga gehört. Und zu dem Spiel gestern, also Entschuldigung, man muss einfach nur auf die Zahl gucken, 90 plus 12. Plus 12. Torschütze Marius Bülter und Hut ab vor Marius Bülter. Wie cool ist der Mann? Wie also cool ist der Mann? In so einer Situation, wo wirklich echt viel an diesem Elfmeter abhängt. Ganz genau. Also das ist so, wir haben gestern darüber unterhalten, als wir vom Stadion irgendwie nach Mitternacht, man kann ja auch als Reporter, dann kommt man nicht so richtig in den Schlaf und so, man nimmt auch die Atmosphäre mit und man hat dann im Kopf, was muss man denn schreiben, welche Texte bieten sich an? Und dann haben wir uns darüber unterhalten, während wir durchs dunkle Mainz gelaufen sind, denkt so ein Marius Bülter, wenn er anläuft, und das ist ja alle Pfeifen, die einen pfeifen oder so, und die Schalker sagen irgendwie gar nichts, sondern zittern eher, denkt man da dran, scheiße, an dem Schuss hängen jetzt irgendwie 10 Millionen Euro Fernseheinnahmen, da hängt die Geschäftsstelle dran, die 600 Mitarbeiter, die weniger verdienen, glaube ich nicht, dass man daran denkt, da denkt man nur, man legt sich den Ball hin und versucht den Ball reinzuhauen. Er hat gesagt, dass er den Elfmeter genauso geschossen hat wie die drei Elfmeter zuvor. Und das ist halt sein fester Ablauf. Und das, ins Tor, oder? Ja, genau, auch ins Tor. Ne, also sein fester Anlauf, legt sich den Ball hin, läuft an, verzögert ein bisschen, guckt den Torwart aus, schiebt den Ball in die andere Ecke. Und das hat ihm so ein bisschen Sicherheit gegeben. Man hätte natürlich auch sagen können, A, ist er selber gefoult worden, ne, soll der Gefoulte selber schießen. Und zweitens hat er in dem Spiel für ihn aktuell ungewohnt, der zwei Riesendinger noch verballert. Ne? Also kurz vor Schluss, ja. Ich hätte ehrlicherweise nicht unbedingt gedacht, dass Marius Bülter sich den Ball schnappt. Im Umkehrschluss, wer hätte sonst schießen sollen, muss man ja auch mal sagen. Und der hat im Moment halt ein riesen Selbstvertrauen. Hut ab vor Marius Bülter. Ja, was man noch sagen muss, beachtlich ist auch, wie Bülter immer nach dem Spiel darüber sprechen kann. Ne? Alle sind total aus dem Häuschen, auch wenn die durch den Mixzone laufen, in Interviews bei The Zone und ja, bei Sky, wo auch immer. Alle sind mega von Emotionen übermannt. Teilweise die Spieler weinen ja in der Kurve. Und wenn Bülter im Interview steht, seinem Gesicht kann man meistens nicht ablesen, ob sie jetzt 3-0 gewonnen oder 3-0 verloren haben. So ehrlich muss man sein. Auch bei uns, ja, er war sehr gelassen, sehr ruhig, er hat jetzt nicht besonders gestrahlt. Ein Kollege meinte schon, wo Bülter zu uns in die Mixung kam, lach doch mal, Junge, ne? Weil der hat einfach ja, da stand und ja, man, ich kenne natürlich dieses Gefühl nicht, wie das ist, wenn man so ein wichtiges Tor schießt. Klar, platzt da vieles aus ihm raus, vielleicht ist man auch einfach ein bisschen kaputt, das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber das ist schon beachtlich, wie cool also der wirkte so ein bisschen, als hätte Schalke 8-0 gewonnen und hätte das 8-0 in der 90. Minute geschossen. Genau. So in der Laune kam er. Ja, auch als wäre er so ein Nebendarsteller dieser ja, Mannschaft. Genau. Da steht er jetzt bei 11 Saisontoren und hat dieses Tor geschossen, was ganz Schalke explodieren ließ. Das ist schon beachtlich. Und eine Sache vielleicht noch zu Marius Bülter. Ich mache ja meistens die Noten während des Spiels. Ich habe mir jetzt die Note 2 gegeben. Und kurz nach dem Abpfiff muss ich mir von Kollegen schon anhören, dass es jetzt eher eine 1 als eine 2 war. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen entschuldigen. Also wenn Marius Bülter jetzt zuschaut, vielleicht hätte ich auch eine 1 geben können. Diese emotionale 1 wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich habe dann auch an die vergebenen Chancen gedacht bei der Notengebung, weil vor dem 3-2 hat er zwei Riesenchancen ausgelassen, die er eigentlich schon machen muss. Und deshalb dachte ich, es ist eher eine 2, aber auch mit ein bisschen Abstand, das wäre vielleicht auch eine 1 gewesen. Auch als Reporter steht man ja doch unter ein bisschen Druck, wenn man da irgendwie so ein Spiel erlebt. Ja, das ist natürlich nicht leicht. Also die Noten müssen bis Abpfiff fertig sein bei uns online. Und es ist ja nicht gerade wenig passiert in der Nachspielzeit. Ne? Also dann da noch alles umzubasteln und auch nach dem 2-2 für Mainz sind wir natürlich noch ein bisschen runtergegangen mit den Noten. Ich meine, das ist jetzt bei mir jetzt auch, ne? Der Spielbericht muss ja auch zum Schlusspfiff stehen, so also als Inside-Sicht. Gerade auch Freitagabend, weil die Zeitung wird ja auch irgendwann angedruckt, da steht man also unter Druck. Und zum zweiten Mal hintereinander hatte ich halt einen Spielbericht fertig bei einem Unentschieden. Also in Bremen gegen Bremen vor einer Woche war es beim Stand von 1-1 und gestern beim Stand von 2-2. Und
da sieht der Spielbericht natürlich ganz anders aus. Ne? Da sieht der gegen Bremen, ja, das war es jetzt irgendwie. Und gestern in Mainz sah das jetzt auch nicht anders aus. So von wegen zwei verlorene Punkte könnten die entscheidenden sein und so weiter. Aber da fällt das Tor, da musst du halt drei Viertel des Textes noch umbauen in kurzer Zeit. Da wirst du auch als Reporter, auch wenn man schon so ein alter Sack ist wie ich, wird man doch, kommt man doch häufiger nochmal ins Schwitzen. Und ich glaube, ich rufe mal einen Kardiologen an. Also wenn einer zuguckt, ich brauche einen. Ganz ehrlich, dafür macht man auch den Job, oder? Ja, das ist also, das ist so, dafür, wir haben uns gerade auch nochmal drüber unterhalten, also wir lieben einfach den Job für sowas. Also da, der ganze Stress, den man dabei hat, den empfindet man ja sowieso nicht als Reporter, weil man guckt Fußball, das ist unsere Leidenschaft. Wir schreiben drüber, das ist unsere zweite Leidenschaft, wir beschäftigen uns mit Medien, das ist unsere dritte Leidenschaft. Das ist schon geil genug, aber wenn du solche Erlebnisse hast wie gestern, ja, dann weißt du auch genau, warum du die ganzen Mühen auf dich nimmst teilweise, wenn die Familie dann auch mal meckert, wo bist du denn und wo bleibst du? Ja, aber das gestern war schon nicht schlecht. Was aber bei der ganzen Emotion nicht vergessen werden darf, und ich gieße jetzt echt kein Bier ins Feld. Nein, Schalke hat ein super Spiel gemacht, fand ich gestern, oder? Ja, es war halt kein Vergleich mit den drei Auswärtsspielen zuvor. Das war halt dieses 1:1 in Augsburg, das echt nicht gut war. Das 0:2 in Hoffenheim, das mies war. Das 0:4 in Freiburg, was ganz, ganz, ganz mies war. Und gestern stimmte die Körpersprache, das stimmte die Aggressivität. Zwischendurch stimmte auch das Offensivspiel. Und die Mainzer haben halt zwei Standardsituationen benötigt, um zu den beiden Toren zu kommen. Da sah Schalke natürlich schlecht aus. Und nach dem 1:1 hatte Schalke auch echt eine schlechte Phase. Da hat Thomas Reis gesagt, da hat Schalke schon ein bisschen gewackelt. Da hätte Mainz auch gut in Führung gehen können. Aber rundherum war das eigentlich echt eine gute Leistung. Und der Sieg war, vielleicht gehen wir gleich auch noch eine Minute drauf ein, trotz dieses umstrittenen Elfmeters war der Sieg natürlich hochverdient. Schalke hatte die klar besseren Chancen, Schalke hat klar besser gespielt. Und da gibt es jetzt eigentlich nichts zu widersprechen, wenn ich jetzt sage, der Sieg war verdient. Wir haben in den letzten Wochen ja viel von Heim- und Auswärtsgesicht geredet. Und das gestern war tatsächlich das Heimgesicht in einem Auswärtsspiel. So viel kann man sagen. Also das war wirklich von vorn bis hinten eine gute Leistung, auch spielerisch. Kann ich mich an die anschließen. Timing eigentlich schlecht, weil ja nächste Woche auch ein gewisses Auswärtsspiel ansteht. Aber lass uns da gleich nochmal reden. Ja. Lass uns erstmal beim Mainz-Spiel bleiben. Du hast gerade nochmal die Elfmetersituation angesprochen, die natürlich in der ganzen Dramatik irgendwie schon unfassbar bewegend ist, also 90 plus 12 und dann, beziehungsweise Tor 90 plus 12, kurz vorher dann Elfmeter. Erst nicht gesehen, dann greift der Videoschiedsrichter ein, dann hat er sich das ziemlich lange angeguckt. Irgendwie, ich habe mal heute mal gelesen, 50 Sekunden lang, was ja doch schon gerade in dem Zeitpunkt eine echt lange Zeit ist und kommt dann zu der Entscheidung, ja, das Ziehen vom Gegenspieler, vom Mainzer war dann doch so, dass es elfmeterreif war. Also wenn du die Berichterstattung und auch die Social-Media-Accounts und so verfolgst, auch von den Experten, ne, dann gibt es halt echt, da findest du keinen Konsens. So, also die Szene lief ja so ab, Flanke kommt in den Strafraum, Marius Bülter fällt hin und wie man in der Zeitlupe gesehen hat, wurde Marius Bülter dann festgehalten. An den Ball wäre er wohl nicht gekommen und er sagte selber danach, mein Trikot war schon relativ weit weg. Jetzt war in den Bildern zu sehen, dass Marius Bülter vorher auch gezogen hat, so ein bisschen. Und das war das, worüber sich Mainz 05 aufgeregt hat. Also der Trainer Bo Svensson, der war überhaupt nicht zu beruhigen. Sowas habe ich in Mixed sonst auch noch nicht erlebt, dass da wirklich ein Cheftrainer ankommt und brüllt dann ganz laut vor Dutzenden von Journalisten, Frechheit, Skandal und so. Ne? Also er war kaum zu beruhigen. Wenn er nämlich gesagt hat, Marius Bülter zieht zuerst und das ist ja ein ganz klares Foul des Schalker Spielers, wenn überhaupt. Und das muss man als Schiedsrichter sehen am Bildschirm. Der Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, Hut ab dafür, der hat sich wirklich jedem Journalisten, der wollte, gestellt in der Mixzone. Das sieht man auch nicht oft. Und er hat gesagt, er hat auch das Ziehen von Marius Bülter bemerkt, aber es lagen Welten zwischen der Intensität des einen und der Intensität des anderen Ziehens. Und deshalb hat er dann auf Elfmeter entschieden und ich kann die Sichtweise schon nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum die Mainzer sich aufregen, wenn sie in der 101. Minute einen Elfmeter gegen sich kriegen, nach Videobeweis. Aber ich finde, den Elfmeter kann man geben, oder? Robin? Ja. Konsens. Bei uns gibt es Konsens. Bei uns gibt es Konsens, absolut. Ja, ich finde, du hättest zwei Elfmeter geben können. Aber egal. Nein, ja. Absolut. Also bin ich auch bei euch. Das fand ich bei den Fernsehbildern auch relativ deutlich, was Bülter auch sagte. Ne? Das Trikot war wirklich weit weg vom, weg vom Oberkörper. Ja, und der hat lange festgehalten. Es war einfach dumm vom Verteidiger. Also, ja, muss man ja auch sein. Der Bülter, haben wir ja gerade besprochen, kommt wahrscheinlich nicht an den Ball. Und er lässt sich dann von dem Bülter so ein bisschen ärgern, weil der Bülter als Stürmer zippelt natürlich mal im Trikot. Und dann als Verteidiger so dahin zu gehen und so zu reißen, dass jeder Idiot das sieht auf der Tribüne, der Videoassistent, der Schiedsrichter, ist einfach zu plump.
da würde ich als Mainz-Fan, glaube ich, ja, sauer genau. auf den Herrn sein. Also erstens, das spricht nicht für Herrn Jöllenbeck, den Schiedsrichter, dass er das nicht gesehen hat, weil das war wirklich sehr deutlich. Aber er sagte dann, dass er lässt dann weiterspielen, weil er hat nur auf den Torwart geachtet und hat dann schon von seinem Assistenten und vom vierten Offiziellen gehört, da war ein Halten. Und dass da was passiert ist, konnte man auch gut an der Schalker Bank sehen. Die sind nämlich auch so geringfügig durchgedreht. Tom Kraus hat ein sehr schönes Zitat, der sagte, so von wegen, er wird dann gefragt, wie hast du die Szene gesehen? Er war zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt und er sagte, ich habe es gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass Thomas Reis und Asamoah gemeckert haben, dann hat er einfach mitgemeckert. Und so ungefähr sah das aus, so Kreisliga-Vibes. Ne? Ja, so, wenn alle meckern, meckere ich auch. ja, also das, diese Szene hatte einfach ganz viel und halt im Internet das vielleicht noch ganz zum Schluss, es gibt ja diesen Schiedsrichterblock Colinas Erben, die sagen, das war ein klar berechtigter Elfmeter und dann gibt es den sehr meinungsstarken ehemaligen Schiedsrichter Manuel Gräfe, der sich vehement dagegen diesen Elfmeter ausgesprochen hat, der klar gesagt hat, das ist kein Elfmeter. Schau, schau. Kann man drüber streiten, aber... Unterm Strich bleiben 3 Punkte und ganz genau. Die sind enorm wichtig, weil wenn ihr das seht jetzt, dann sind wahrscheinlich die Nachmittagsspiele entweder im Gange oder schon gespielt, aber vor den Nachmittagsspielen steht Schalke auf Platz 14. Das gab es diese Saison noch nicht so oft, ne? Ja, Asamoah hat auch gesagt, er hat sich erstmal in der Umkleidekabine die Tabelle angeguckt und das ist ja auch so ein Gefühl frei. Wahnsinn. Also du bist wenigstens mal über Nacht, selbst wenn die Konkurrenten alle gewinnen sollten und du halt dann wieder zurückfällst, setzt das halt auch was frei. Wir haben vor einer Woche an dieser Stelle darüber geredet, ist jetzt dieses 2:1, das Schalke gegen Bremen geschossen hat, so eine Art Initialzündung. Robin hat gesagt, yo, und hat so im Nachhinein auch recht behalten. Ne? Also für gestern war es das. Das hat man gemerkt. Für gestern, das hat man schon gemerkt. Ne? Wenn man, es ist jetzt das dritte Mal innerhalb von 5 Wochen, dass Schalke in der Nachspielzeit noch was reißt. In Augsburg war es Marius Pülter auch mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit. Da hat er ja schon mal so richtig seine Coolness bewiesen. Und das sind jetzt echt viele Punkte in der Nachspielzeit, die Schalke geholt hat. Aber das heute auch zurückzuführen auf das, was gegen Bremen passiert ist, das ist, glaube ich, nicht so falsch. Was auch gut lief, und da wurde ja auch vorher drüber diskutiert, Moritz Jentzsch konnte nicht spielen, stattdessen Sepp Vandenberg und hat einen super Job gemacht, oder? Ja, also der muss sich immer wieder vor Augen führen. Letztes Mal Startelf hat er gespielt am 2. Oktober letztes Jahr. Dann spielt er gestern erst mal seit 7 Monaten in der Startelf und spielt, als wäre er nie weg gewesen. Also das ist wirklich, für mich war er eigentlich der Stärkste, was das Spielerische angeht. Wir haben über Marius Bülter und die Note geredet, aber ich fand es beachtlich gut, wie er Sepp Vandenberg gestern gespielt hat. Wirklich handlungsschnell, gedankenschnell, schnell auf den Beinen, gut im Zweikampf. Er hat gegen Ajok und gegen Onisivo, haben auch Kaminski, die haben die meisten Zweikämpfe gewonnen. Ajok war gut drauf, komplett aus dem Spiel genommen. Das ist wirklich beachtlich gut. Und auch im Spielaufbau war es gut, von Kaminski auch, der wirklich einen guten linken Fuß hat, der oft unterschätzt wird. Diese Schalker defensive Stabilität hing ja in den vergangenen Wochen immer an Moritz Jentzsch. Der ist ja personalisierte Stabilität gewesen. Jetzt war er nicht da. Die Sorgen waren groß. Also wie oft musste Thomas Reis sich in den letzten 4 Wochen Fragen nach Moritz Jentzsch anhören? Wahrscheinlich mehr als nach seiner Gesundheit, keine Ahnung. Und ja, gestern hat niemand über Moritz Jentzsch gesprochen. Das sagt ja schon viel aus. Das soll nicht gegen Moritz Jentzsch sein, aber einfach für die Jungs, die gespielt haben, die es gestern wirklich gut gemacht haben. Und das ist natürlich Balsam für diese Schalker Seele. Total. Und das ist ja natürlich dann ein Traum, den man dann nach gestern Abend als Schalker-Fan mit Sicherheit hat, ist, stell dir vor, Schalke bleibt in der Liga und schafft es irgendwie, Sepp Vandenberg noch ein Jahr vom FC Liverpool auszuleihen. Und du hast eine Innenverteidigung mit Vandenberg und Jentzsch, die könnte sich schon sehen lassen in der Bundesliga. Aber so weit ist es halt noch nicht, weil bei aller Euphorie, da kommen wir jetzt drauf. Spiele gespielt werden, genau. Also mit der Punktzahl, Schalke hat jetzt 30 Punkte, bleibst du halt nicht zwingend drin. Das reicht halt nicht. Du brauchst halt noch was. Mhm. So, das ist halt. Dann lass mal schauen, das Programm ist ja bekannt. Nächste Woche in München, dann kommt Frankfurt, dann in Leipzig. So 3 Punkte wären noch gut, ne? Ja, die Frage ist, ob das reicht, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht Bonusspiel sagen. Man kann nicht 3 Spieltage vor Schluss, wenn du im Abschiedskampf bist, von Bonusspiel in München reden. Haben wir gestern so ein bisschen darüber diskutiert, ob sich zum Beispiel Marius Bülter noch die 5. gelbe Karte hätte abholen sollen. Das wäre ja quasi ein einfaches gewesen, er hätte einfach nach seinem Elfmeter nur ein Trikot ausziehen müssen, zack, 5. gelbe Karte in München raus und gegen Frankfurt dabei, hat er halt nicht gemacht und spielt jetzt in München, weil du hast halt auch nichts zu verschenken als Schalke 04, ne? Du musst deine Punkte holen und auch wenn es in München eher unwahrscheinlich erscheint, es ist jetzt nicht so, dass die Bayern alles in der Liga rasieren, ne? Also ich werde nicht sagen, dass Schalke da so zwingend einen Punkt holen muss,
weiß Gott nicht, aber... Zumal Schalke ja auch die letzten Jahre in München immer erbärmlich ausgesehen hat. Ne? Also sowohl in München als auch zu Hause gegen die Bayern war eigentlich immer so. Aber ich kann mich daran klar, nicht erinnern. Aber für nicht, die... Gut für dich, gut für dich, Andi, gut für dich. Dieses Wort erbärmlich, aber für Münchner Verhältnisse ist diese Phase jetzt ja auch für die erbärmlich. Also ja, immer wieder dieser Ausrutscher drin. In Mainz verloren und auch schlechtere Mannschaft gewesen. Diese Unruhe ist riesig groß. Und wenn man Bayern mal ärgern kann, dann vielleicht jetzt. Also natürlich ist Schalke der klare Außenseiter und ein Punkt wäre eine Riesenüberraschung. Aber unmöglich ist es nicht. Schalke hat Selbstvertrauen nach diesen zwei Siegen. Auch Tom Kraus sagte, ja, warum nicht? Also wir versuchen es einfach. Bayern hat zuletzt auch ein paar Mal gestrauchelt. Warum nicht jetzt auch? Also das Selbstvertrauen ist da und ja, das ist doch die Grundvoraussetzung, dass der Glaube da ist. Ja, Amen. Ja. Ich kann nur sagen. Aber wir sind uns natürlich eigentlich das wichtigere Spiel, das wichtigste von den dreien ist das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja. So, da musst du eigentlich die drei Punkte holen, die vielleicht dann für die Relegation reichen könnten. Konjunktiv. Du bist noch bei Relegation. Du bist noch nicht so optimistisch, dass du sagst, am Ende werden wir 15. und. Ja, wenn ihr halt noch. Ja, also. Es kommt auf die Konkurrenz an, so ehrlich ist es halt. Ne? Die direkten Duelle der ganzen Abstiegskandidaten, je nachdem, wer da gewinnt. Also, ich denke auch, wenn Schalke gegen Frankfurt 3 Punkte holt, ich lege mich aus dem Fenster und sage, es reicht dann mindestens für Rang 16. Aber das hängt halt wirklich alles, ob es dann Rang 16. Rang 15 oder auch nur Rang 17. Das hängt einfach an den Konkurrenz. Genau, ich meine, wenn ihr das guckt, wisst ihr zum Beispiel, wie Bochum in Gladbach gespielt hat. Ne? Gladbach ist ja so ein bisschen Zünglein an der Waage und aus jetziger Sicht, 2 Stunden vor dem Anpfiff, wenn wir jetzt aufzeichnen, ist es halt so, dass ich jetzt nicht zwingend sagen würde, dass Gladbach im Abschiedskampf jetzt noch aus Schalker Sicht eine gute Rolle spielen könnte. Aber wer weiß. Wer weiß, genau. Gibt es denn personell irgendwelche Wackelkandidaten eventuell für München oder Leute aus den Langzeitverletzten, die vielleicht für München wieder zur Verfügung stehen? Ja, erstmal muss man ja sagen, dass Thomas Reis ja endlich ein bisschen wieder die Qual der Wahl hat. Wenn man auch noch sieht, dass Leute wie Tobias Mohr, Leute wie Mehmet Aydin, Niklas Tauer es gar nicht erst in den Kader geschafft haben. Also es gibt jetzt ja zumindest so viel Personal, dass die Auswahl wieder getroffen werden kann. Cedric Brunner ist zurückgekehrt in die Startelf auf hinten rechts. Meiner Meinung nach auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Die rechte Seite war dicht, auch wenn er natürlich nicht so auffällt. Ist ja bei ihm bekannt, dass er jetzt nicht der auffälligste Spieler ist. Er war, nachdem er 2 Wochen raus war mit seiner Schulterverletzung, ein bisschen angeschlagen in der Schlussphase, wurde dann mit leichten muskulären Problemen ausgewechselt. Das soll aber wohl nichts Schlimmes sein. Also es ist nichts mit der Schulter ein Rückschlag, sondern einfach, weil er wenig trainiert hat, dass dann halt irgendwann kommen Krämpfe, Muskeln gehen zu. Deshalb ist er ein bisschen angeschlagen, aber es wird halt wahrscheinlich reichen. Henning Matriciani hat sich am Kopf verletzt in der Nachspielzeit, musste da auch behandelt werden. Gibt es natürlich noch keine Diagnose, aber da wird man auch sehen. Genau, es kann also schon gut sein, dass Thomas Reis in München wenigstens mal 1-2 Spieler rausnimmt. Wenn Robin schon Matriciani angesprochen hat, der hing zuletzt schon ein bisschen durch, muss natürlich auch alles Mögliche spielen. Ne? Gestern fängt er wieder auf links an in der Abwehr, dann muss Brunner raus, dann wieder nach rechts geschickt, aber er spielt halt nicht mehr so gut wie im Winter. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er Matriciani in München mal eine Pause gönnt, und weil Uronen ist halt da. Den haben sie für die linke Seite geholt. Der ist defensiv nicht so schlecht, gewinnt von Woche zu Woche mehr Spielpraxis dazu. Das kann schon sein. Beispiel rechts vorne spielt Karaman, der gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, eine absolute Top-Vorlage. Ne? Ja. Aber du hast Tim Skarga halt zurück, den du für diese Position geholt hast. Kannst du auch mal tauschen. Dann kannst du sagen, Karaman mal eine Woche Pause und setzt den dann wieder ein. Ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten. Du kannst auch mal Terodde wieder rausnehmen und Frei wieder einsetzen. Polter auch irgendwann. Oder Polter, ganz genau. Polter ist sogar vor Frei gestern eingewechselt worden. Ne? Kennt der Thomas Reis aus Bochum. Und also da kann ich mir schon vorstellen, dass er so 3-4 Änderungen mal vornimmt in München. Ganz kurz nochmal, weil die Zeit uns ein bisschen davon rennt. Ah, okay. Personalie im Blick auf die neue Saison. Darko Schurlinov wurde groß diskutiert in den sozialen Medien. Weißt du da mehr? Ja, es ist natürlich Rodrigo Salazar's Kurzvideo, dass er ihn am Bahnhof begrüßt hat, hat so einiges ausgelöst, und es ist wie gehabt, das hatten wir ja schon am 6. März berichtet, Schalke will Schurlinov zurückholen, Schurlinov will zu Schalke, das ist ja jetzt bekannt und die gegenseitige Liebe ist bekannt und das ist ja jetzt auch bei den Fans sehr beliebt, aber da stehen halt noch ein paar Hürden zwischen, ne? Ein paar Hürden wie Gehaltsverhandlungen, wie Einigung mit FC Burnley, dem abgebenden Verein. Ja, das sind keine unlösbaren Probleme. Ich würde jetzt die Prognose treffen, ja, er spielt kommende Saison für Schalke, aber bis man Vollzug melden kann, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Alles klar. In dem Sinne, wir sind durch. Wir sehen uns wieder am kommenden Samstag und dann wird der Kevin genauso jubeln wie heute. Am kommenden Sonntag. Sag ich einfach mal. Am kommenden Sonntag, ja. Natürlich. Am Samstag spielt Schalke in Bayern. Und jetzt machen wir Schluss.
Schönes Wochenende und Glück auf. Glück auf.